Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wie man ganz gut sehen kann, Hochmut ist nie sehr gut. So oder so ähnlich. Ich bin nämlich wieder beim blauen Kristall hier unten. Weil bei meinem letzten Cut, als ich versucht habe, dann offscreen zu speichern, ist mir die Aufnahmesession abgeschmiert. Yay. Also ist mir das Spiel abgeschmiert, besser gesagt. Und ich konnte nicht speichern. Also müssen wir einen Teil hier nochmal machen. Das sind also zwei oder drei Golems. Genau, die Jungs. Die wir töten müssen. Ja, du bist eingefroren. Das ist gut. Auch. Und nochmal eingefroren. Und tot. Gut, so viel erstmal zu dem. Das können wir ja zum Glück öffnen, ohne Problem. Hä? Hä? Ich habe gerade was rumstampfen gehört, aber ich glaube, das war... Genau hier. Das macht das hier auf. Das ist auch okay, in Ordnung. Das hier ist der Tempel-Notfallausgang gewesen. Soweit, so gut. Ancient Dixite. So, jetzt speichern wir mal kurz hier ein Quick Save. Sicher ist sicher. Okay, ich habe gerade zwei getriggert. Das ist nicht so schön. Wow. Nein. Mach du mal Hast an. Jetzt mal kurz runterlassen, dass wir kurz verschnaufen können und nochmal volle Breitseite. So. Das war Nummer 1. Alter, ist Nummer 2. Au. Ja, stehen bleiben ist nicht so gute Idee. Au. Schlafen wir mal so. Okay, Hast es weg. Regeneration brauchen wir jetzt gerade nicht, weil wir müssen eh warten, bis hier unten das Mana sich wieder auffüllt. Dann kriegen wir hoffentlich wieder etwas Hunger. Und können hoffentlich wieder Essen verbrauchen, was schwer ist. Oder was leicht ist und nicht viel, und nicht viel nützt, dass wir Platz im Inventar haben und Gewicht. Weil ich habe hier, die könnte ich alle behalten. Der Sack hier wiegt zum Beispiel 6,4, geht noch. 3,9, 0,9, weil hier halt Leechfilet drin ist. So, machen wir das Licht auch wieder an gleich. Okay, Kumpel.
Genau, komm ruhig her. Und hör auf, dich wegzudrehen. Da machst du böse Sachen. Okay. Das war's. Soweit ich weiß, gibt es noch einen von deiner Sorte. Hier drin. Der Fireburst ging. Weil das nur eine Nahkampffähigkeit ist. So. Mit einem können wir es hier drin locker aufnehmen. Wie ich schon mal sagte, ich bereue es echt, dass ich ihr Fernkampfwaffe und nicht Dolche gegeben habe. Weil solche dicken Viecher zu backstabben. Wäre nicht verkehrt gewesen. Hätte halt einiges erleichtert. Oh, schöner Slash. Ich spiele halt nicht gerne auf Heimtücke. So, hier ist Essen drin, was schwer wiegt. War da am Stock? Ja, den Beutel wollte ich aufheben für Nachrichten. Zum Beispiel die hier, die brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Und ich muss mal die beiden Pfeile verbrezeln. Okay, Schriftrolle. Der ist wichtig, den sollten wir aufheben. Da ist nämlich unten eine Kombination, den hatte ich aber schon mal vorgelesen. Ja, das mit den Toten, die durch die Wand kommen, kennen wir auch schon. Was steht hier? Minen, Vorstadt Wingraff. Die Formel für den Trank, den ihr angefordert habt, wurde vervollständigt. Der Trank wird die Effizienz und Motivation der Arbeiter verdoppeln. Das Rezept wurde ins Lager gebracht mit den benötigten Zutaten zum Testen. Da ist wieder eine Pickaxe, nehmen wir mal mit. Die wiegt 5 Kilo. Das können wir uns noch gerade so leisten. Ich weiß nämlich nicht, wo wir nochmal eine brauchen könnten. Ja, das waren die Operation Gates. Ah, die großen Watchers. Die Arbeit geht gleichmäßig voran an der antiken Grabungsstelle. Zu unserer Überraschung sieht es so aus, als ob die Ruinen unbeschadet wären. Als ob die Ruinen entdeckt werden wollen. Die Steine brechen kinderleicht weg. Die Koordinaten, die ihr uns gegeben habt für das interdimensionale Portal, sind sehr exakt. Es wurde bereits lokalisiert. Die 4 Stücke des Erzes, die für unser Torsystem gebraucht werden, wurden von den Gefangenen gestohlen, bevor wir sie töten konnten. Es gibt keine Gefangenen mehr, die wir ausfragen können. Wir brauchen das Erz, um die Operationen an der Ausgrabungsstelle wieder aufzunehmen. Ich werde so bald wie möglich, so schnell wie möglich, mich zurückmelden in dieser Sache.
Stets im Diensten der Great Watchers. Mögen eure Geister für immer, möge euer Verstand für immer sehen. Moridin. Okay. Lord Moridin, die Edelsteine, die ihr angefordert habt, wurden in den Lagerraum unter Bewachung geliefert. Wie angefordert, eine Anzahl verschiedener Gerätschaften, die diese Edelsteine brauchen, wurden in den Minen aufgestellt. Um bestimmte Gebiete der Horusminen zu sichern. Weiterhin wurden mehrere Edelsteine unbekannten Elementes in den antiken Ruinen und in der vulkanischen Region festgestellt. Diese werden für eure Inspektion so schnell wie möglich geliefert. Wingret, Minenvorsteher. Ja, ich bin jetzt hier in den Horusminen und die sind auch ziemlich groß wieder. Hier ist nichts drin. Okay, letzte Schriftrolle. Moridin, weitere Arbeiten in den antiken Ruinen werden nicht mehr nötig sein. Wir haben vorausgesehen, dass die Gefangenen im Dungeon und die Arbeiter der Mine einen Ausbruch planen. Wir sind nicht besorgt deswegen. Und da das Portal-Tor jetzt entdeckt wurde, gibt es keinen Nutzen mehr für sie. Nehmt die Wächter und eliminiert sie. Wir werden bald eintreffen, um das Portal zu öffnen. Wir brauchen einen von jedem Stein. Orange, Weiß, Grün und Gelb. Hashada, der hohe Wächter. Mhm. Entweder können die Watchers diesen Ort nicht verlassen. Aus was für einem Grund auch immer. Vielleicht weil draußen, weil irgendeine Barriere das Ganze schützt. Oder sie haben andere Probleme. So, Spiel ist gespeichert. Hier sind nämlich Edelsteine. Also. So, mal kurz zumachen. Einmal ein bisschen hochheilen. Zumachen, du hast keine Pfeile mehr, das ist blöd. Au. Jetzt hat sie noch den Pfeil. Und uns geht das Licht aus. Dass du dich bewegst, ist nicht so schön. Okay.
kurze Rast hier einlegen.